Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Helios TV. Es ist soweit, die Höhle ist gefunden. Die nächste Episode Let's Play Together the Forest kann starten. Expeditionsleiter Kodiak und ich haben circa 3,5 bis 4 Stunden gesucht und haben sie endlich für euch gefunden. Die Höhle werden wir jetzt betreten. Noch, ja, sorry, ich hab dich vergessen. Natürlich dabei Kodiak. Ja, moin, 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 moin. So, du kleiner Schwertmeister, dann geh mal vor. Ja, ich muss jetzt erstmal eben kurz hier noch. Ach, gar leck mich doch, ey. Ja, ich geh runter. Tschö. Ich hab nichts zu essen dabei. Oh, gar nichts? Gar nichts. Es ist dunkel. Es ist dunkel, ja. Ich mach jetzt mal wieder mit der linken Hand mein Feuerzeug an. Während ich mich ganz lässig mit der rechten Hand runterseile. Sehr schön, sehr schön. Ah, hier sind schon mal wieder ein paar Seile. Nice. Seile sind immer gut. Seile habe ich auch gar nicht mehr. Essen denn jetzt hin? Ist doch bestimmt auch wieder irgendwo was zu essen, oder nicht? Hier ist noch ein Seil. So, ich könnte mal Licht machen. Nein. Hier sind auch so ein paar Arme überall. Also da kann man auch mal eventuell gucken, ob man da vielleicht mal reinbeißen kann. Ja, ich guck mal. So, ich gehe hier in die Richtung jetzt weiter. Da ist noch ein Seil. Nice, danke. Kann man die Kisten, vielleicht ist hier in den Kisten was drin. Ich mach die mal kurz kaputt. Oh, Stoff ist hier drin, nice. Ordentlich Stoff, Floschi. Ja. Ja, da sehe ich gar keinen. Also. Ein paar Bibeln haben wir hier auch, sehr schön. Also ist auch für das seelische Wohl gesorgt. Lass mir das doch was vorlesen. Es müsste nur noch das leibliche Wohl gesichert sein. Das ja, scheint aber hier nicht der Fall zu sein. Hier ist irgendwie ein Bild. Das kann ich aber irgendwie nicht angucken. Wo bist du denn? Hier. Wow. Ja. Zelt, neben dir. Ah, ich kann es auch nicht angucken. Kann das sein, dass wir hier schon waren? Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren. Schon wieder so viele Weile im Inventar. Ja, das ist aber durchaus möglich. Das, hier ist doch die Stelle, wo wir die ganzen Seile gefunden haben. Ja, ich meine schon. Dann könnte das eventuell die Höhle sein, wo man sich durchsprengen musste. Ja, okay. You know what I mean? Yeah, 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 true. Wir gehen jetzt einfach nochmal durch. Komm her. Ich wollte kurz, was man noch mit dem Seil basteln kann. Oh, sieht das geil aus hier. Guck dir das an. Warte, ich hab den Heiligenschein gleich. Bam. Oh, sieht das gut aus. Was machst du da hinten noch? Ich bin das so kacke, dass man nur viel. Ja, hier liegen so viele Seile. Ich wollte eigentlich. Ja, aber willst du jetzt noch ein paar Schneeschuhe bauen oder was? Nee. Aber ich hätte gedacht, mal irgendwie was anderes, aber da brauchst du wieder Felle für. Ja. Was wolltest du machen? Nix. Ich will weiterlaufen. Tschüss. Dann los. Ich muss erstmal mal Katana auswählen. Mit der Axt mache ich ja nicht so ganz viel. Dunkel. Na, meinst du? Ah ja, hier geht's lang. Da ist wieder einer. Hau ab. Gut. Und tschau. So. Hier sind wieder die zerteilten Körper. Okay. Die haben Money. Money. Steine liegen hier auch rum. Sehr gut. Steine? Also alle Dinge, die man braucht fürs Überleben. Das ist ein Holzbrett. Hier geht's auch nochmal lang. Mein Gott, geht das auch schneller oder was machst du da? Ach, guck mal, hier ist so ein komisches Kreuz. So ein komischer Jesus am. Deiner Inri-Bausatz. Jetzt habe ich dieses Kreuz in der Hand. Vielleicht kann man damit die Typen verscheuchen. Ich bekehre euch, meine Freunde! Oh. Alter, jetzt macht er den scheiß Koffer auf. Ich bin zu dumm. Jetzt. Oh, verletzen die. Weißt du, wenn du schon von so Koffern verarscht wirst. Ja. Aber mir sind die Koffer jetzt auch egal, es ist mir zu blöd, alles hier durch die Gegend zu schieben. Hier sind wieder ein paar Bibeln. Läuft ja auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts drin. Hm. Wo sind die Gegner? Komische Höhle, ey. Alter! Ich bin in den Kopf gestoßen. Ich will hier raus.
Hier hängt wieder einer. Ich schätze ihn. Hier sind ein paar Dosen drin, nice, brauchen wir nicht. Trinke ich mir das mal eine. Ich habe ein bisschen Hunger. Links oder rechts? Rechts. Nein. Oh, hier wird das schon wieder so eng. Lass nicht durch. Hier kommt man raus. Also hier ist der Eingang zur Höhle. Müssen wir in die andere Richtung. Wo war das denn? Hier durch? Ich habe das Gefühl, dass das die Höhle, in der wir schon mal waren. Ja, wir waren hier schon drin, aber ich meine, hier war irgendwo eine Wand, die man dann halt wegsprengen musste, was wir halt nicht konnten, weil wir keinen Sprengstoff hatten. Okay. Aber da wir jetzt den Sprengstoff haben, könnten wir jetzt natürlich einen Schritt weiterkommen. Ja, ich glaube dann. Ja, dann muss es ja. Das müsste jetzt eigentlich gleich hier kommen. Nö. Natürlich nicht. Hey. Oh, rep. Oh. Ein paar offene Koffer. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal gekämpft. Also das ist hier die Höhle mit dem Typen, der hier gefällt ist. Irgendwie also war es jetzt einfach nur ein anderer Eingang, oder? Boah, wir haben uns jetzt aber komplett verlaufen, Alter. Yep. Und das ist ja jetzt mal nicht ganz so geil, ne? Das ist ziemlich ungeil. Ja, hier geht's dann wieder runter. Richtig, ja. Hm. Na gut, dann müssen wir hier wieder raus. Komm her. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter, also... Ja. Doof gelaufen. Ja, liebe Freunde, das ist leider nicht die Map, in der die Höhle... nicht die Map, in der die Höhle auf uns wartet. Nicht die Höhle, in der die Map auf uns wartet. Wie das TV. Der Name ist Programm. Ja gut, du hast ja die Höhle gefunden. Ja, hier ist die Höhle, hier ist die Höhle. Ja, ich hab Durst, ich hab Hunger. Ich muss jetzt erstmal was essen, ey. Ich werde jetzt erstmal raus hier aus dem Puff. Naja gut, wir haben uns ja gerade nochmal durch den neuen Teil der Höhle gekämpft auf jeden Fall, weil ich habe da noch diese komischen Holzbretter zerstört. Also der Teil war auf jeden Fall neu. Ja. Nur bringt uns halt nichts. Nö. Hier ist die Leiche. Okay. Nur hier lang. Genau, hier ist es gleich der Ausgang. Okay. Ich brauche Orientierung wie ein Stein, ich weiß überhaupt nicht. Oh, das wird eng. Zieh mich raus! Da, eine. Boah! Lol! Lol, es hackt auf! Es geht ab hier! Ab hier, Lumpis, ey! Hatten die so hinterhältige. Alter, kommst du aus der Höhle raus und auf einmal stehen da so zwei Gollums. Drei. Will noch jemand oder was ist los hier? Das war's? Ihr Pisser. So. Dann kommen wir mal back to base und dann müssen wir mal ein bisschen hier Nahrungsmittel und sowas alles konsumieren. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir dann. Keine Ahnung, wir können noch ein paar Knochen auf jeden Fall herstellen, dann müssen wir mal ein bisschen Panzer. Ja, hätten wir uns ja. Können wir davon welche mitnehmen hier? Von den beiden. Also, ich schleppe jetzt den Dicken hier die ganze Zeit durch die Gegend oder was? Ja, nicht mich. Achso. Ja, wir werden hier gleich mit Sicherheit noch weitere Freunde finden. Gut. Wo sind sie denn? Unsere Freunde. Die kommen auch nur raus, wenn es denen passt, ne? Finde ich nur Unverschämtheit. Finde ich wohl eine Unverschämtheit. Oh, da ist der Stoff entgegengeflogen. Oh. Ja, damit, da hinten ist noch was hingefallen. Von der Schoki? Ja, gut, das Lager ist aber auch direkt. Oh, hier ist so ein Big Boss. Mutant Big Boss. Hier sind drei Big Bosse. Alter. Ja. Ja, das ist ja dieses komische Nashorn-Viech, glaube ich, auch, oder? Das ist ein Bastard, der hat uns schon mal ganz übel verprügelt. Ich versuche den mal zu pullen. Oh oh, okay. Ich weiß nicht, ob wir die angreifen sollten. Ich glaube nicht. Wir sollten die Drillinge da in Ruhe lassen. Na, guck, jetzt kommt er angelaufen. Hier kommt was. Die kommen beide, die kommen alle.
Spick ihn mit Pfeilen! Das war's schon? Ja, das ist auch nicht mehr das, was wir früher mal waren hier, die Monster. Hier, wo höre ich das entdecken? Hey, da kommt der Typ mit seinem Beinchen, kommt an. Ich das hier nicht. Ich bin schon. Ich pull den. Komm her! Headshot. Headshot. Wenn das überhaupt dein Kopf ist. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Jetzt geht der Schnitzel. Hey, hey, hey. Hey. Junge. Okay, das war jetzt ein bisschen lasch, mein Freund. So, was habe ich denn richtig auch noch hier heute? Nee. Zack. Oh, hier komm, ist ein lass uns den, das Nashorn auch noch schnappen. Das Nashorn. Ja, ich zieh mal kurz diese Rüstung hier an. Zack, zack, zack. Wo war das denn? Muss irgendwo hier vorne an der Hügelkuppe sein. Hallo? Ja, rechts von uns. Hallo. Boah, hast du noch Pfeile? Die, kannst du mir noch mal so 3-4 Pfeile geben? Wieso? Ich schieß einfach drauf und dann. Katana, ich den. Ja. Moin. Du hast ihn nur nicht von dem treffen lassen, ne? Der ist ja wohl ein kleines Nashorn. Ziemlich schnell. Oh, nice ass. Was für ein dummes Ding. Was ist denn los mit denen? Hä? Also ich hätte euch ihnen mehr zugetraut. Da kommen noch ein paar Monster. Oh ja. Die wollen wohl nicht. Wir haben wohl gesehen, wie wir hier den Big Boss verprügelt haben. Da haben die sich gedacht, nee, okay, sorry, ihr seid die Macker hier. Wir gehen weiter. Ich hab Hunger. Vielleicht verstecken wir uns nochmal, wenn ihr aus irgendeiner Höhle rauskommt und greifen euch dann an, ihr Bastarde! Ich habe auch ein bisschen Hunger, ich habe ein bisschen Durst. Sag mal, und eine... ich müsste auch mal aufs Klo. Ja? Da aus, als wenn hier ein Höhleneingang wäre, weil da sowas geleuchtet hat. Also ich laufe nicht mehr in Höhlen rein, in die du uns reinlotst. Die hast du gefunden und gesagt, nee, komm, du hast rumgeschrien, hier, ich habe die Höhle gefunden, dann bin ich da hingekommen, dann sind wir da reingegangen und es war die falsche. Ja, weil du gesagt hast, die muss hier sein, die Höhle. Kann nicht weit sein. Die ist ja auch. Dann war sie direkt da, neben dir? Die du da gefunden hast, war halt die falsche. Wie immer. Junge. Einmal mit Profis. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt 5 Mutantenrüstungen. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Luxus. Ja. Ich hab 4. Interessiert hier niemanden. Doch. So, eine kleine Runde schwimmen. So dunkel. Sehe nicht. So, dann wollen wir uns hier mal gütlich tun am Fleisch. Jam, 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 jam. Ist klar, das war lecker. Hier ist nichts drin, hier ist nichts drin, hier ist auch nichts drin. Dann trinke ich erstmal ein Trinkschiff. Der Dicke kommt nicht hoch. Das wundert mich jetzt nicht weiter. Hilf mir! Nö. Entweder du schaffst es alleine oder du stirbst. So, ich hänge erstmal wieder ein bisschen. So, jetzt habe ich das Aloe Vera Zeug leider gepflückt, bevor es Samen daraus gab. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Clever. Das ist natürlich echt nicht so ganz clever. Stimmt. Ja, gut. Jetzt sind wir wieder hier. Wir sind wieder gesättigt. Jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Noch nicht gesättigt. Also die Sache mit der Höhle hat sich auf jeden Fall erstmal erledigt. Ja. Ich würde ganz gerne noch so einen Bärenbeutel basteln, wie den unser Sheriff uns empfohlen hat. Die Frage ist halt nur, wie man den bastelt. Das ist eine Speertasche.
Vielleicht mit einem Seil, Schwertasche, handgemachte Axt, Köcher. Ein Köcher wäre auch mal ganz cool. Okay, ich brauche noch ein Hasenfell. Hasen sind auch echt scheiße zu jagen. Das stimmt. Aber muss man jetzt da ist das Hasenfell. Sehr schön. Zack, 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 zack. Okay, gut. Dann crafte ich mir noch mal kurz ein paar Pfeile. Köcher braucht wie viel Hasenfälle? 3, ne? Ja. Nur noch ein paar Pfeile. Haben wir noch irgendwo Hasenfell? Ne. Ich hab alles genommen. Exe, 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 Exe. So, ich habe jetzt 49 Pfeile, das sollte eigentlich erstmal reichen. Essenstechnisch sieht es auch ganz gut aus. Wie viele Pfeile? Ich nehme mal kurz das Fleisch. 49. Aha. Oh, da schreit wieder einer. Ah, hier ist wieder so ein Mutant. Flaschi, 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 ja, Flaschi, 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 Flaschi. Da ist auch noch so ein größerer. Pass auf, hinter dir. Ah, ich sehe, ja, danke. Ich kämpfe mal gegen das Nashorn hier. Der ist mir zu. Pass auf, der rennt! Junge! Achso, der andere kommt jetzt auch oder rennt weg? Bist du noch beim Nashorn? Ja. Ja, ich bin noch beim Nashorn, alles gut. Der kommt! Ach, dann ist der andere mehrarmige. Ja. Boah, fuck you, Bitch. Achtung, Nashorn. Scheiße. Das Nashorn hat mich einmal getroffen. Einer muss jetzt. Alter, Junge, ich sehe den nicht. Mein Gott. Alter, ja, okay, das eine Vieh ist down. Was für ein Bastard. Der rennt hier einfach im Kreis. Wow. Junge! Mein Charakter wird gerade kalt. Ja, ich komme da nicht dran. Oh, wow! Oh, ja, ein kleiner Alter. Die andere ist jetzt auch da. Pass auf! Da kommt noch einer! Junge, Junge. Da muss jetzt aber langsam mal tot sein hier. Ja. Jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Dann müssen wir das Tier töten. Ah, komm her. Alter Vater, ey. Boah, was zum Geier war das denn? Da wolltest du es aber wissen hier, die kleine. Kleine hübsche. Alter! Was? Also, ich habe eine Panzerung verloren und zwei dazu gewonnen, also guter Deal. Weiß gar nicht mehr, wie viel ich hatte. Ich habe, glaube ich, alles verloren. Alter Profi. Ja gut, sonst kannst du die auch einfach kiten. Also ich glaube, du musst die nicht blocken. Das ist gar nicht so entscheidend wichtig. Ja. Also der Einzige, der eigentlich ein bisschen gefährlich ist, ist dieser Typ, der da so behindert durch die Gegend rennt, weil du den halt einfach nicht predikten kannst. Also das ist schon teil. Wo ist denn jetzt der Letzte hier? Muss mal rüber, mir ist kalt. Wo ist denn die letzte Leiche? Ich habe jetzt nur zwei. Ah, da. Alles klar. Der Charakter friert. Ich komme auch gleich rüber. Hopp, 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 hopp. Fleisch ist wahrscheinlich schon verdorben, ne? Welches Fleisch ist verdorben? Was ich hier draufgelegt hatte. Aufs Feuer? Ja. Ja, man legt doch kein Fleisch aufs Feuer. Ja, das war aber so. Ich weiß nicht, ob das Vogelfleisch war, das kannst du ja nicht grillen. Achso. Ah, das kannst du nicht grillen, ne? Okay. Das kannst du nicht aufhören, so. Mein Gott. Aha, da ist der Profi. Mal sehen, wie lange er braucht, um hier drauf zu kommen. Und hepp. Ah, fast. Und. Hepp. Ah, fast. Ah, Mann. Was ist denn das? Komm. Versuch's nochmal. Und hepp. Alter. Alter. Was ist denn für ein Move? Was?
Ist schon geregnet? Nee. Du auch nochmal so eine komische. So eine leckere rohe Echse. Ja, krass, ey. Hier muss irgendwie so ein Nest, irgendwo ein Nest sein von diesen komischen Dingern. Ist auf jeden Fall nett, dass die uns dann immer ihre Rüstung anbieten, ne? Ja. Das muss man denen jetzt auch einfach mal lassen, also. Ich glaube, ich muss echt. Also, ich brauche nur noch drei Rüstungsteile, bin ich komplett. Wie sehe ich aus? Sehe ich wie ein Gangster aus? Nicht dumm aus, aber. Rüstung sieht ganz cool aus. Okay. Was soll das jetzt schon wieder sein? Sind die Pfeile aus Knochen eigentlich irgendwie stärker oder? Weißt aus du das? Knochen? Aus Knochen? Ja. Ich wusste gar nicht, dass man da aus Knochen Pfeile bauen kann. Ich mach die ohne das. Aber ich denke schon. Ja, du kannst ja, ich glaube, du brauchst eine Feder, Knochen und fünf Federn, fünf Knochen und einen Stock. Dann hast du irgendwie so Knochenpfeile. Ja, dann sind die auf jeden Fall besser, weil für die normalen Pfeile brauchst du nur einen Stock und fünf Federn. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht. Dann würde ich die in Zukunft bauen, weil die Holzpfeile sind auf jeden Fall nicht besonders strong. Du findest ja manchmal diese komischen Armbrustpfeile da in den Koffern und die sind ja richtig stark. Da brauchst du ja teilweise nur einen Kopfschuss, dann bist du Gegner tot. Echt? Ja. Jetzt mit denen hier, da bin ich teilweise schon relativ viel am Rumballern. So, ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen durch die Gegend und initiieren mal den nächsten Tag. Einen Köcher haben. Um Beeren zu sammeln. Ah. Was für ein Beutel? Wie hast du den gebaut? Zwei Hasenfälle. Dann machst du den Beutel, mit dem du Beeren sammeln. Naja, komm, ich jag jetzt hier ein paar. Ich glaube, da kannst du nämlich auch deinen Speer noch dann vergiften. Was jagst du? Hasen. Ja, ich will ja auch Hasen jagen. Ich will Hasen. Irgendwo hier vor mir ist einer. Also, wir müssen mal hier wieder Fallen aufstellen. Ah, theoretisch geht das natürlich auch. Bleib stehen, ey. Hier. Einen habe ich auf jeden Fall schon mal erwischt. Ich brauche einen. Oh yeah. Weißt du, in der Nacht einfach eiskalten Hasen mit dem Pfeil getroffen. Ich bin so ich auch, in den Kopf. Ach, Quatsch, aber kein Scheiß. Hast du in dem Leben nicht geschafft. So. Glaubst? Nö, tue ich auch nicht. Aber wir sind auch am Ende dieser Folge wieder angelangt. Es ging schneller als gedacht. Die Exkursion war leider nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Die Karte haben wir immer noch nicht. Das kann man so nicht sagen. Also dafür, ja gut, dafür haben wir halt uns gut Mutantenrüstung angeeignet. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge die Karte endlich mal finden. Durch unseren Expeditionsmeister ist er ja jetzt nicht mehr im Vollhilo Kodiak. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss, Schnucke.